Leute, Martin hier und willkommen zu meinem Anime-Review von Yu Yu Hakusho Ghost Files. Eine recht bekannte Anime-Serie, zumindest in den USA, ungefähr auf dem gleichen Level wie Dragon Ball Z. Das Problem ist, dass es, glaube ich, bei uns in Deutschland nie im Fernsehen lief. Deswegen kannte ich es auch nicht, obwohl es so in dem Zeitrahmen halt auch lief, in dem Dragon Ball und Dragon Ball Z gelaufen sind. Und es hat einfach sehr viele Ähnlichkeiten zu Dragon Ball Z. Es ist ein typischer Shonen-Action-Turnier-Klopper, der einfach nur mit purer Action unterhalten soll. Die Story rückt da so ein bisschen in den Hintergrund. Es geht halt immer darum, es gibt einen Bösewicht, der stärker ist als der Hauptprotagonist oder der gegen ihn kämpft. Dann gibt es ein Power-Up und auf einmal wechselt die Stärke und der andere ist stärker. Und dann gibt es wieder ein Power-Up und irgendwann ist der Kampf vorbei und die Guten gewinnen natürlich. Und dann denkt man, hey, kann doch keinen stärkeren Gegner geben als ihn. Und dann kommt, wie in Dragon Ball, auf einmal noch ein stärkerer. Also bei Freezer dachten auch alle, ey, der hat einen ganzen Planeten zerstört, wer soll denn jetzt noch stärker sein? Und dann kommt Cell und boxt alle weg. Das ist, Yu Yu Hakusho folgt dem gleichen Prinzip. Es geht um einen Jungen, der heißt Yusuke Urameshi, diese japanischen Namen, Yusuke Urameshi. Und er, ist halt ein totaler Draufgänger, er geht dauernd nicht zur Schule und so, faulenzt den ganzen Zeit nur rum und kloppt sich mit irgendwelchen Leuten und hat einfach eine schlechte Einstellung auf alles und ist immer angepisst und so weiter und so fort. Und der rettet einem kleinen Kind das Leben, als ein Auto auf das Kind zufährt, schubst er das Kind aus dem Weg und wird dabei selbst überfahren, stirbt und die Geisterwelt ist davon so beeindruckt, weil es eigentlich nicht an seine Zeit war zu sterben und dass er so eine Heldentat macht, obwohl er so ein Arschloch ist, hätte niemand gedacht und deswegen kriegt er eine zweite Chance, um wieder ins Leben zurückzukommen und als Geisterdetektiv tätig zu werden und Dämonen zu jagen. Er lässt sich darauf ein und der ganze Spaß beginnt. Es gibt kleinere Dämonen, die er besiegt und immer mal wieder einen, der ziemlich stark ist, gegen den er kämpfen muss und dann kommen auch Kampfsportturniere, so wie wir es aus Dragon Ball kennen und ja, pure Action und man merkt, dass es so eine typische 90er-Serie ist, die Dialoge sind manchmal echt totaler Schwachsinn, manche Sachen haben mir auch nicht gefallen, zum Beispiel, dass manche Kämpfe, da wurde wieder so ein komisches Power-Up aus dem Nichts gezogen, so eine Deus Ex Machina, einfach eine Lösung, ey, unser Held ist zu schwach, aber er muss irgendwie diesen Kampf gewinnen. Geben wir ihm einfach mal einen random Power-Up, weil der andere Freund, der da halbtot auf dem Boden liegt, mit seinem Geist in ihn reingeht und ihm Mut macht und sagt, du kannst es schaffen. Und dann, ja, ich kann es schaffen und ich werde stärker. Und sowas mag ich ja eigentlich nicht, aber das, damit muss man leben, weil das gibt es in vielen Serien und da kommt man einfach manchmal nicht drum herum. Einfach so ein random Power-Up und das gibt es in Yu Yu Hakusho ab und zu. Aber ja, ansonsten, was mir sehr gut gefallen hat, sind die verschiedenen Fähigkeiten von den ganzen Leuten, die man da sieht. Also, ob es das Kämpfen mit einer Rosenpeitsche ist oder Flammen aus der Hand schießen lassen oder einen Regenbogen aus der Hand schießen lassen oder ich weiß nicht was alles. Yusuke hat die Fähigkeit, so mit seiner Hand zu zielen und dann einen Energieball abzuschießen und so. Und das ist schon alles echt over the top, so wie man das von solchen Action-Serien, Action-Anime-Serien kennt. Und schon ziemlich geil. Die Story ist halt, wie gesagt, nicht weiter von Belang. Also es geht immer mal so darum, ey, wir haben hier die Bedrohung, das könnte die ganze Menschheit auslöschen und wir haben hier Dämonen fliegen, die Leuten die Seele aussaugen und so weiter und so fort. Aber es geht im hauptsächlich darum, ey, wenn du den Hauptbösewicht da besiegst, dann ist das Böse abgewendet und alles ist wieder beim Alten. Ja, was soll ich sagen? Es hat mir ganz gut gefallen. Ich bin sowieso so ein Fan von Dragon Ball Z und ich kann mir schon denken, warum es vielleicht im deutschen Fernsehen nicht gelaufen ist. Ich meine, früher waren die Deutschen da nicht so zensierfreudig und auch in Dragon Ball Z gab es ab und zu Knarren und es wurde geraucht und so weiter und so fort. Aber in Yu Yu Hakusho ist alles noch ein bisschen übertriebener. Die Gewaltdarstellung ist extremer als bei Dragon Ball Z, also da werden Knochen gebrochen, Gedärme rausgerissen ab und zu mal und es ist schon brutaler. Und ja, es wird geraucht, es wird rumgeballert mit Schusswaffen, was noch, es gibt viele sexuelle Anspielungen und noch um so einiges mehr, wo ich mir denken kann, okay, vielleicht haben die Deutschen
Leute, die dafür zuständig waren, gesagt, ah, das sollten wir lieber nicht im Kindernachmittagsprogramm ausstrahlen. Und so wurde es überhaupt nicht ausgestrahlt. Ich kann es aber dennoch sehr empfehlen, sich das mal reinzuziehen, weil das schon, wenn euch Dragon Ball Z gefällt, dann gefällt euch auch Yu Yu Hakusho, da bin ich mir ganz sicher. Oder wenn euch auch nur das normale Dragon Ball gefällt, ohne das Z. Weil ich glaube, in Dragon Ball Z, doch, da gab es auch. Okay, vergesst, was ich gesagt habe. Wenn euch die Dragon Ball Reihe gefällt, so kann man es formulieren, dann wird euch Yu Yu Hakusho sicherlich auch gefallen. Hirn ausschalten, die Action genießen und dann ist alles gut. Ja, das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und haut rein.